So Leute, ich weiß nicht genau, wann und wo ich hier diese Clips dran packen werde, aber ich werde sie trotzdem schon mal aufnehmen. Ich habe offscreen die Freundschaft von Corin und Shinji maximiert und natürlich wieder nicht die ganzen Cutscenes mir angeschaut und die Belohnung auch noch nicht angenommen. Die Katze habe ich auch mal. Ich habe die auch mal einmal. Ich weiß nicht, wie man mit der Punkte kriegt. So, keine Ahnung. Ich habe die Freundschaft maximiert schon vor ein paar Tagen und ja. Wie gesagt, ich gucke mir die ganzen Cutscenes nie an. Ich tue die mir immer nur überspringen, ne, damit wir uns die alle gemeinsam anschauen. Ich weiß jetzt nicht, was ich hier gerade aktiviert habe. Ich glaube, das war die erste, aber ne. Ja. So, Corin hat drei Quests, ne? So, die ersten, die werden ja immer freigeschaltet, wenn man irgendwie die Kassette eines, keine Ahnung, der Charakter fragt einen immer per Handy so, oh, ich suche nach so einer Kassette. Und dann sage ich, ja, okay, ich suche mal, ob ich so eine finde. Und dann finde ich die und dann treffen die mich immer vor dem Laden und dann kommt diese Cutscene. Gucken wir uns mal an. Habe ich alles noch nicht gesehen. So ganz nebenbei. Oder war nicht damit? Ich höre jedes Wort von ihr, Corin. Sagst du einen Zauberspruch auf? Corin, sagst du einen Zauberspruch auf? Die Musik gut gerade. Moment, das haben wir noch gar nicht, das Lied. Du übst das im Vorfeld? Jeder Introvert. Okay, ich glaube, da ist gar nicht so eine Quest mit einer Kassette. Schon ein bisschen her, seit ich das freigeschaltet hatte. Jeder Introvert. Tausend Stück auflösen. Lasst euch Gedanken nicht die Überhand gewinnen. So eine Sache nicht mehr. あまり想像力を悪い方にばかり働かせすぎるのも良くない。 Lass uns zusammen mit dem Boss sprechen. 大丈夫。付き添ってあげるから、一緒にオーナーに話そう。本当にいいんですか？なぜかわかりませんが、あなた様がそばにいてくださるなら、かりん大それた間違いをしないような気がします。 Damit kann erklärst du im Boss des Modshops die Angelegenheit, nimmst das modifizierte Bongo ohne Probleme in Empfang. Ja, Enzo bekommt noch nicht mal etwas Screen Time mehr. Kommt noch mal. Mein Mann bekommt noch nicht mal etwas Screen Time mehr. Ja. Einige von diesen Begegnungen mit Coin enden immer irgendwie damit, dass sie irgendwie im Shop irgendwie sauber macht. Da so, kündige noch nicht. So. Ja, das ist halt mit der Videokassette. Ja, jeder Charakter fragt immer irgendwie so, hast du diese Videokassette? Dann sage ich ja. Dann öffne ich das Menü, dann schließe ich das Menü, dann kriege ich direkt die nächste Nachricht, weil ich schon die Kassette schon ab. Genau, alle waren irgendwie, sie hat irgendwie eine Message geschrieben, so, oh, alle sind, haben über diesen einen Film geredet und ich habe gesagt, ja, ich habe diesen Film auch geschaut, aber in Wirklichkeit hat sie den Film nicht geschaut und jetzt fühlt sie sich schlecht und jetzt will sie halt nachholen. So war es, genau. Wie war es mit unserem Laden? Da können wir den Film schauen. Arbeit. Karin,
やっぱり狩りは今すぐここから消えた方が。大丈夫。今は休憩中だからね。それに見せなら妹に任せられる。そうなんですか。それではよろしくお願いいたします。絶対にご迷惑をおかけしないよう頑張ります。 Du gehst mit Cold ins Random Play und ihr seht euch zusammen Back to Life an. Cold sieht den Film besonders aufmerksam an und macht sich dabei sogar Notizen. In Anspielung an. Wie heißt dieser Nachfolger von Left 4 Dead? Back for Blood. Von Left 4 Dead. Ich bin etwas überrascht. Habe ich ein bisschen gespielt übrigens. Back for Blood.実は彼ビデオで討論されていた内容は。それは何を言っているの？ずっとお茶会に出されていたお菓子について、メモをしていました。様式や色合いと、ファーブ、この色合い、とても考えられているんです。わかりました。なるほど。さすがはビクトリア火星。かんぶんな、あばいつと、ちょっとばおがまちにちき。 映画を鑑賞できる場所をご提供くださり、本当にありがとうございました。一般的なプライベートシアターの料金の2倍ほどですが、もし、ご満足いただけなければ、もっと。あ、これ。そうだけど、du kannst es mir auf andere Weise bezahlen。何か別のものでしはらうのは？あ、違う、違う、そう、falsch an。 Nein, es geht. Weiß. Nein, es geht um etwas anderes. Er klingt wie der Anfang von einem sehr schlechten Porno. Komm einfach öfter in die Videothek. もっとビデオ屋に遊びに来てほしいんだ。なるほど。そういうことでしたか。カリンの理解が及ばず。あ、だめ。あ、それもなんか、せっかくあんな、見せ、して。あ、やたさんが必要としてくださる限り、カリン、何度でも通わせて。いや、それからちょっと、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 
Früher hat sie, glaube ich, immer ehrenwerter Proxy gesagt. Ich glaube, jetzt, wenn ich mit ihr irgendwie rede, sagt sie auch immer Meister. Ja, genau, irgendwie konnte man irgendwie so. Ist das dein Ernst? Das war schon wieder nicht richtig. Ich bin gerade mal nicht ein Bang. Das ist keine Frage der Stärke. Eine von diesen Quests irgendwie war irgendwie so, dass er diese Masseusin oder irgendwie so, dieser Roboter-Masseuse. Und Coin hat einen irgendwie angeboten, irgendwie die Ohren zu säubern, so ein bisschen ASMR zu geben. Na, war eine schöne Quest. Ich möchte deine Kochkünste, ich möchte von dir eine deiner Dienstmädchen, ja, Fanservice. Ganz genau. Jetzt nenne mich Onicha. Sehr schön. Er hat ja nur gemacht, sich selbst zu befriedigen. Nachdem du eine Weile ausgelassen mit Konten unterhalten hast, endet allmählich die Zeit des Gutscheins für das Dienstmädchen-Erlebnis. Also ein bisschen gecheatet, finde ich. Ja, natürlich würde ich ihr volle Punktzahl geben. Fünf Sterne. Dankeschön, Coin. Du bist ein hervorragendes Dienstmädchen. Ja, Karin war totemo yūshūna meido da yo. Sonna Karin, mada mada jibun ni wa tarinai tokoro ga takusan aru tte chanto wakatte imasu. Demo anata sama ga soba ni ite kudasaru to Karin wa sukoshi dake jibun no koto o shinjirareru youna ki ga shimasu. Anata sama ga inakereba kitto kono nimmu wa kuriya dekinakatta to omoimasu. Okay, das Mädchen verbeugt sich ernst. Sie scheint ziemlich angespannt zu sein, in ihrer Rennen zittern sogar ein wenig. Aber sie spricht dennoch deutlich und mit Ernsthaftigkeit, als wäre es eine äußerst wichtige Sache. War es ja. Okay, das war doch putzig, ne? So, dann haben wir ihr Ding in ihr freigeschaltet, ne? Ihr Wallpaper. Zeig mal ändern. Zeig mal. Oh, da ist der Teddybär, der wie einen Herzschlag hat. Ausgezeichnet. Ja, deswegen ist halt irgendwie so ein Horrorthema. Ich weiß es nicht. Ich habe gedacht, da wird ein bisschen mehr so drauf eingegangen, aber irgendwie kam dazu nichts. Habe ich so Gefühl. Okay. Finde ich gut, dass man hier so Wallpapers hier. Ich wünschte, die würden irgendwie so rotieren oder so. Und jedes Mal, wenn du ein Menü öffnest, dass irgendwie ein anderes Wallpaper kommt. So, ich weiß nichts über ihre Sachen. Ich weiß nur, ich glaube, ihr ist irgendwie mal die Batterie ausgegangen, und als ich mal, ja, ich komme ja nicht darum herum, hier
wenigstens so, weiß ich nicht, so einen Satz zu hören, bevor ich da überspringen kann, ne? Und ich weiß nur ihre Stimme, ich weiß nicht in welchen, aber in einem von diesen Dingern ist ihre Stimme irgendwie voll anders gewesen. Also ja, guck mal, was es damit auf sich hat, ne? Die Sicherheitsbehörde in der Nähe der Metrostation ist neben du und Shinji die Metro. Shinji steckt einen freien Sitzplatz und setzt sich ohne zu zögern hin. Entdeckt einen freien Platz. Ja, genau. Ja, hier ist irgendwie die Batterie ausgegangen. Da muss ich sie von der Sixth Street zum Dings bringen. お年寄りには席を譲るべきでしょ。そう、あなたのことよ。いや、それどうでしょ、ファッシー。あ、sie wird gleich ohnmächtig。見た目からはピンとこないだろうけれど、彼女はもう倒れる寸前なんだ。ちょっと、いくら席を譲りたくないからって嘘までつくのね。そんなことして楽しいかしら。 お友達のツインテールさん。ジェニー。だから、お願いですから説明を聞いてください。Sie sitzt wahrscheinlich auch gerade. Du hast meine Genie wehgetan, jetzt werde ich dir wehtun. Richtig, sie hat nur eine Fehlfunktion. Es gelingt ihr eigentlich, das Mädchen zu beruhigen und Shinji wieder auf die Füße zu helfen. Inzwischen der neugierigen und schockierten Blicke der anderen passiert, bist du nicht sicher, ob du die Situation weiter erklären sollst. Da kommt ja an ein Ziel an, den Lumina-Platz. Genau. Da musste sie, glaube ich, noch zur Dings bringen. Und dann kam diese Szene, glaube ich. Genau. Hm. Sollte sie wieder zur Sicherheitsbehörde mitbringen, damit sie sich aufladen kann. Boah. Ich helfe nur beim Laufen. その説明させてほしい。チンイの充電が急に切れてしまったから、どうにか連れて帰ってきたところなんだ。なるほど。道理で先輩と連絡が取れなかったわけです。通信モジュールも切断されているようでしたし、ついてきてください。先輩の充電スタンドが私たちのオフィスにありますから。 Du und Chuyan bringen Shinji zur Ladestation und warten geduldig, doch Shinji regt sich immer noch nicht. Ja, weil sie sich wahrscheinlich auflädt, ne? Wieso bewegt sie sich noch nicht? Sie lädt sich wahrscheinlich gerade auf, ne? Als ich irgendwie auch mit ihr geredet habe, hat sie irgendwie mal so casual erwähnt, so, ich bin übrigens ein Roboter. Ich glaube, das hätte man erst irgendwie in ihre persönlichen Quests herausfinden müssen oder so, ne? Bin mir nicht sicher. Sag das doch nicht so. Warte, aber hat sie gesagt? Was hast du nur mit ihr angestellt? Wie konnte das passieren? もう充電がなくなりかけていたんだ。それってどうするの？充電が切れた後、正常に起動しないなんて、トラブルシューティングにはなかった気がするんですよね。ich werde Shinji nicht treten. Da muss man den Ausgang lange drücken. Ja. Ich werde doch nicht Shinji treten, hallo? Was stimmt mit dir nicht? Ist mal ein besser Charakter. Senpai,
Wow. Einfach casual alle Bengus hier. The Trash Talk. Das wird immer seltsamer. Hab ich gerade einen Pff gehört? Lass du gerade bei uns? Hat ihn nur so getan? ちんい先輩。たぬきねりなんてやめてください。体は大丈夫なんですか？これ以上は引っ込みがつかなくなりそうであるな。安心せ。我は何事もない。店長殿に班長殿も感謝するぞ。 Zu viel Sorge um nichts. Ja, やれやれだ。本当に心配していたんだよ。一時のたわむれに過ぎぬ。病を装い、いかに他者が気にかけて。ま、で、ganze Alles klar. So, hier war ja Kassette, nehme ich an, ne? Genau. Sie wollte die ganze Serie von irgendwas haben. Also hat sie nur simuliert. Wow. Ich hätte auch versprochen, dass ich für dich reserviere. Ich habe alles. Der fährt einfach so seine Jacke und darunter sind irgendwie überall Kassetten. Wolle Kassette kaufen. So merkwürdig, dass da so ein Trennstrich in der Mitte ist, obwohl wir ganz offensichtlich genau nebeneinander stehen. Das ist halt, um irgendwie die Illusion irgendwie so zu entfernen. Das ist eine Reise, also seine Reisesendung. Es ist etwas komisch, sich alle Folgen anzuschauen, oder? Das soll irgendwie so die Illusion irgendwie erzeugen, dass wir beide gegenüberstehen, ne? Weil in Wirklichkeit stehen wir genau nebeneinander, ne? Wenn man die Linie entfernen würde, dann sieht man das hier, dass wir genau nebeneinander stehen. Das ist eine optische Illusion, was wir hier sehen. Oder ich tue wortwörtlich wirklich nur nebeneinander stehen und während die reden. Du mir nicht Gesellschaft leisten. Boah, Leute. Naja, ich habe eh nichts zu tun. Ich muss mal irgendwie online gucken über die deutsche Synchro, über die deutsche Übersetzung. Du siehst ja mit Shinji alle Folgen an von Rido Tour. Okay. Ja. もう良い国言ではないか。あ、もう完全に英語。本当。店長殿。あ、お、いや、それは結構。ああ。なかなか面白かったんじゃないかな。ああ。真意も気に入ったかい。主の店に関して誠鋭い批評を目にしたのであるが。 Welche Episode war das? Okay, komm schon, Shinji, schwamm mich nicht auf die Folter. いずれの回であったか第49回であったかああ、またれよ。第2308回である可能性も否定できぬな。誠記憶がおぼつかぬ。年々再々花会いにたり。つい先ほど見たことさえ忘れてしまうとは。やれやれであるな。ああ。Wieder schrecklich. Entzugsentscheidungen. Nachdem sich einige Gläser heiße Wasser getrunken hat, scheint Shinji schon besser zu gehen. Nachdem sie einige Gläser getrunken hat. Ich weiß,
weiß nicht, wann diese Quest noch ausgelöst wurde. Weiß ich nicht. Ich glaube, sie hat sich auch komisch verhalten, bevor ich mit ihr geredet habe. Und dann kam diese Cutscene hier, ich weiß es nicht. Versuchst du etwa aufzugeben? ネットワークとの接続を断とうとしておるのだ。それゆえ今の我はリアルタイムでのデータ取得も可能ならぬに、一人街をさまよううちにオフラインで参照できる地図すら保存しておらなんだと気づいてな。フォローの中よりも難儀する羽目になり、かろうじて体が覚えていたのは治安局とこの場所だけであった。 Ich ohne Karte in jedem Spiel. Ich kann das zwar nicht nachvollziehen, wieso nicht? Wenn immer es dir nicht gut geht, bist du ja willkommen. このような時、何やら無性に静かで薄暗い場所に閉じこもりたい衝動に駆られるのだ。ひとたび治安局へ戻れば、 Ich brauche das nicht. Kleinen Finger nach oben. Herausforderung für sich, für Verzicht aufs Netzwerk. Wie lange noch, bis du dich wieder verbinden kannst? 32 Minuten und 6 Sekunden zusammen. Voll nachvollziehbar. Hier schon durch, wenn ich eine Stunde lang kein Internet habe. Boah, das war irgendwie letzte Woche. Ne? Letzte Woche hatte ich die ganze Zeit Internetprobleme gehabt. Das ist jetzt zum Glück wieder weg, mein Gott. Deswegen konnte ich nicht so viel aufnehmen. Ich wollte eigentlich voll viel mehr aufnehmen. Aber die ganzen Spiele, die verlangen alle, dass ich online bin. Ich habe ein paar Final Fantasy 7 noch aufgenommen, aber ja. Oder mal ein anderes Mal wieder spielen, ne? Du hast dich ziemlich schnell erholt. Ja, war nervig. Aber scheint jetzt endlich wieder weg zu sein. Also, aber letzte Woche, boah. Ich weiß nicht, was da los war, aber jede Stunde war Internet weg. Es war, seit Anfang der Woche ist halt wieder in Ordnung. Was war halt auf ich? Wow. Ja, für Kollegen. Mach dich stutzlos. Alles klar. Gut. Und damit haben wir ihre Cutscenes auch. Boom. Dann zeigt mal ihr Dingen. So. Dieses Tee am Trinken. Ich glaube, das ist nur heißes Wasser, ne? Ich denke, irgendwie heißes Wasser, oder? Haben 5 Sterne Charakter irgendwie längere Cutscenes? Ne, ich glaube nicht, ne? Schön. Mal auf den Kamerawechsel hier. Ja. Ich merke, weil ich halt ihr Ding irgendwie so nah ist, ne? Alle Charaktere sind irgendwie voll weiter entfernt, ne? Ja, sammelt sich ja richtig gut an, ne? Ich habe noch 2 Charaktere, die ich freigeschaltet habe, ne? Colena und Rina, aber das wird ja auch noch, wenn auch immer irgendwann ihr Dings kommen, ihr
Lucy und Piper. Moment, wieder am Event am Laufen, dann ist das hier, da kann man sich hier so ein Dings hier freischalten, so ein Waffendingen. Da bin ich gerade am Hochleveln, das ist für Coin. Also das ist nicht für Coin, aber ich bin da gerade für Coin am Hochleveln. Und ja, ich weiß nicht, was wir als nächstes machen. Ich habe jetzt mal eine halbe Stunde hier aufgenommen, ne? Ich werde versuchen, das hier vielleicht noch mal zu machen, ne? Aber da will ich noch erst ein bisschen meine Charaktere hochgrinden. So ein ganz kleines bisschen. Vor uns daran tackeln. Ich weiß nicht, wie lange das dauern wird. Ich hoffe, das dauert auch nur so eine Stunde, eine halbe Stunde. Und dann würde ich das hier nämlich genau danach packen, ne? Aber ich mache jetzt erstmal hier einen Schnitt und mal gucken, was ich noch da so zwischen packen kann, ne? Ich weiß zwar nicht, was ich hier reinpacken könnte. Weil ich habe jetzt eigentlich nichts mehr. Ich habe die Freundschaft von allen Charakteren, die ich habe, maximiert, ne? Aber mal schauen. Aber werden wir ja sehen, ne? Wahrscheinlich diese Quest hier in Höhle 0. Aber mal schauen. Ich mache jetzt erstmal hier einen Schnitt. Ciao. So, alles klar. Je nachdem, wie lange das hier jetzt dauern wird, wird das noch in der letzten halben Stunde hier noch dran gehen oder ein einzelner Part. Mal schauen, ne? Ich überlege mal was. Und ja, wir versuchen mal hier bei Höhle 0 diese Quest, ne? Weil da können wir, glaube ich, wieder das letzte Gebiet freischalten hier, ne? Ich weiß es nicht, von Höhle 0. Es sind schon wieder ein paar Tage vergangen, so eine halbe Woche oder eine Woche ungefähr. Ich habe meine Charaktere ein bisschen trainiert, ne? Ich habe viele Charaktere schon auf 50 gebracht. Einige sind gerade dabei. Ich bin gerade hier, glaube ich, Nicole hoch auf Level 50 am Brüngen. Ich habe einige meiner Waffen ein bisschen hochgelevelt hier, ne? Ich habe schon alles irgendwie zusammengegrindet, um irgendwie hier die Charaktere hier aufsteigen zu lassen. Das Problem ist, ich brauche immer so 400.000 Dennis und ich habe gerade nur 65.000. Und 400.000 ist eine Menge Asche. Deswegen habe ich mich erstmal nur hingesetzt, um die ganzen Materialien schon mal hier zu farmen. Weil ich habe zum Beispiel schon Coralton und Koleda hier fertig. Und ich kann die auch schon hochleveln mit den Materialien, aber ich brauche 400.000 Dennis, was sehr schwer ist zu farmen. Deswegen, ja, muss halt leider ein bisschen warten. Aber ich habe es schon mal zusammengefarmt, das ist ja schon mal gut. Ich habe immer noch genug von diesen, ich habe immer noch 43 von diesen Ether-Batterien, was bedeutet, ich jedes Mal, wenn ich einen von den einsetze, kriege ich mal 60 Energie. Was heißt, ich kann noch mehr farmen, aber da muss auch erstmal alles verbraucht werden. Das auch ein bisschen dauert, ne? So, und ich weiß nicht, was ich noch alles farmen soll. Ich will erstmal die ganzen Sachen farmen, die ich noch brauche, bevor ich irgendwie, weil nicht Erfahrungspunkte oder Waffenerfahrungspunkte so farmen soll. Oder Dennis kann man ja auch farmen. Aber egal, darum geht es jetzt im Moment nicht. Wir gehen erstmal hier in Höhle 0. So, wir sind da schon mal hier reingegangen, ne? Und da muss man direkt schon ein Team wählen. So, jetzt bin ich mir nicht sicher, genau was hier passiert. Ich glaube, ich will dieses Team sogar haben. Ja. Ja, nehmen wir dieses Team. Das ist, glaube ich, so mein stärkstes Team im Moment. So, ich weiß nicht, was hier passiert. Ich weiß nicht, ob jetzt hier irgendwie damit hier dieses Ding hier freigeschaltet wird. Hier, das hier. Treibt den Hetze durch die Laufwerk vorne und schaltet die Herausforderung Infernale Ernte frei. Das hier habe ich übrigens auch nochmal gemacht mit drei aktivierten Dingern. Ich habe vergessen, was ich nochmal bekommen habe. Ich glaube, ich habe jedes Mal, wenn ich hier so, oh, guck mal hier sieht man das sogar. Okay, mit jeder Stufe bekomme ich also Polychrome, also die Dinger, die man in Gacha Energie umwandeln kann. Also in Gacha Währungen. Das ist auch nicht schlecht, ne? Gut, aber bei drei war schon schwierig genug, ne? Objektpreise, Angriffskraft von normalen Elite-Gegnern, das war alles relativ schwierig. Und ich will halt am liebsten erstmal tackeln, wenn meine Charaktere noch ein bisschen stärker geworden sind. Aber ich habe es geschafft mit drei Dingern. Das ist auch schon mal gut. So, jetzt gucken wir, was das hier ist, ne? Wir machen ja irgendwie diese Operation hier, um dieses Riesenmonster hier in die Enge zu treiben, so ich da verstanden habe, mit den anderen beiden Kollegen von Sokako. Und guck mal, was jetzt hier so los ist, ne? Was jetzt hier so passiert. Ob wir jetzt nochmal direkt gegen das Viech kämpfen. Gehen wir in eine Höhle rein, ich weiß es nicht. Genau das habe ich mir nämlich gedacht. Das sieht nämlich schon so aus, als müssen wir direkt nochmal gegen die kämpfen oder so, ne? Oh Mann. Okay, guck mal. Coin hat jetzt auch eine bessere Waffe, weil ich hier dieses Event gemacht habe, was gerade am Laufen ist. Und da gab es einen schönen W-Motor, also eine Waffe für Attacke-Agenten, was Corinne ist.
Ich hätte am liebsten noch ihre persönliche Waffe, ne? Aber da waren wieder die anderen beiden Kollegen. Ich hätte am liebsten noch ihre persönliche Waffe. Ich habe sogar schon darüber nachgedacht, irgendwie diese Waffengacha zu spielen, weil das gerade da drin ist. Aber da ich das Ding gerade bekommen habe, oh, mach was. Aber da ich das Ding gerade bekommen habe und so da für sie gut ist, werde ich da wahrscheinlich doch nicht machen, weil dann weiß ich nicht, was ich damit machen soll, weil kann ich ja gleich mal zeigen. Ja, ja, was geht. Hey. So langsam wird das Spiel wieder ein bisschen einfacher. Ich habe mich so wieder an den so langsam ist der Schwierigkeit gerade wieder ein bisschen einfacher, weil meine Charaktere jetzt wieder ein bisschen stärker sind und sie sozusagen hier angepasst haben an das Level hier. Also das ist gut. So, komm her. Von Zokakos Gruppe müsste ich eigentlich auch ein paar Leute mal bekommen. Weil ich habe nämlich keinen einzigen Charakter, der mit Sokako eine Synergy hat. Weil Charaktere kriegen ja irgendwie so Bonus, wenn die irgendwie erstmal Panikmodus. Weil Charaktere bekommen ja irgendwie so Bonus, wenn die irgendwie mit gleichen Charakteren oder mit Charakteren aus der gleichen Fraktion oder mit dem gleichen Element oder irgendwie sowas hier reinpackt. Und ich habe für Sokako gar nichts. Also sie braucht Charakter vom gleichen Element, also Eis, was ich nicht habe. Oder Charakter von der gleichen Fraktion, was ich auch nicht habe. Dieses eine Katzenmädchen hätte ich gerne, oder dieses Fuchsmädchen, oder was auch immer die sein soll. Hier mit den Katana hier. Hier hätte ich gerne. Und ich hoffe, eine von den anderen Charakteren da wird vielleicht noch ein 4-Sterne-Charakter sein, dann könnte ich mir einen von denen auch noch holen. Weil ich bin mir ziemlich sicher, hier dieses Fuchsmädchen oder was auch immer die sein soll, die ist bestimmt irgendwie ein 5-Sterne-Charakter. So wie die abgegangen ist in der einen Cutscene damals. Oh mein Gott. Geht aber mir ganz schön schaden, sehe ich gerade. So. Die Ether-Aktivität steigt, alles klar. Kann man. Geh weg. Muss gegen euch kämpfen. Ich glaube, ich kann ja einfach weiter, ne? Aber so, Heilung. Okay. So, jetzt mit kämpfen, ne? Ich hole mir mal einen Pille. So, so ist halt hier stationär. Ach, komm her, du Stück. Dich. Ich wollte eigentlich an ihm vorbeirennen, aber okay. Frist ab. Schon knapp. So, komm her. Ich hoffe, ich treffe. Ich wollte gleich noch ein bisschen Heilung, wenn das heute ist. Weihnachten, mag ich nach Viech kämpfen? Ja, ne? Nicht gut, dass die ja mit einkämpfen. Komm her, stopp. Und du auch. Ja, du auch, komm her. Weil diese Waffe, die man von Event bekommt, verstärkt hier irgendwie hier diesen Aufladeangriff mit Corin. Was ziemlich gut ist. Ich weiß nicht, was ich vorher ausgerüstet hatte, aber das ist ein ziemlich guter Effekt. Da hat eine Eventwaffe ist, kann man die sogar hier voll aufleveln, also voll upgraden hier, um die besten Effekte zu bekommen. Ah, komm mal, guck mal du. Hab ich gesehen, ne? Also ich bin gerade mehr wieder so im Training Arc gerade. Meinen ganzen Charakteren bin die ganze Zeit diese Aufladung hier am Verbrauchen, aber da ich noch 43 von denen habe, kann das noch ein bisschen dauern.
Ich weiß gar nicht, was ich jetzt hier noch grinden soll. Am klügsten wäre, glaube ich, so Erfahrungspunkte und so, aber die bekommt man durch alle anderen Quellen so viel. Deswegen will ich erstmal die ganzen Materialien und so was alles sammeln hier für die Fähigkeiten, für die Waffen und so, aber da bin ich auch langsam irgendwie schon fertig mit. Von daher, ich finde das ein bisschen schwierig. So, was hat? Nee. Mir ist übrigens aufgefallen, wenn man nur ausweichen drückt, dann machen alle Charaktere so eine coole Animation immer. Weil wenn ich Kreis drücke, dann tue ich hier, während ich laufe, hier diesen Sprint machen. Weil wenn ich mich nicht bewege und nur Kreis drücke, dann machen die Charaktere so einen Rückwärtssprung. Was voll putzig ist. Vor allem bei Shinji. Ich mag diese elegante Art, die sie irgendwie so hat. Ich weiß nicht, wie man das nennt hier. Ich bin schon überrascht, dass sie irgendwie gar nicht diesen einen Move macht. Ne? Jedes Mal, wenn wir normalerweise einen Stabkämpfer haben, die machen immer diesen einen Klischee-Move, wo die irgendwie, weiß nicht, ihren Stab hinter ihrem Rücken irgendwie so drehen. Er macht irgendwie jeder Stabkämpfer in Fiction irgendwie. An irgendeinem Zeitpunkt der hier Aang in Avatar, weil ich dass jeder Charakter in irgendwie Kampf spielen aber sie ist eigentlich nur hier so, sie bewegt sich zu schnell, von daher hat sie keine Zeit, so was zu machen. Oh Gott, wo ihr seid eigentlich nicht so schlimm. Also es sind ganz schön viele Gegner, ey. Noch nie gegen so viele Gegner auf einmal kämpfen. Ja. Oh, ja, ein Schild. Ist das wegen den hier? Okay. Wenn ich hier danach noch gegen das Viech kämpfen muss, ne? Dann wird das schon ein bisschen knapp hier. Nein, ich habe ja zwei gedrückt. Komm her, stopp. Oh mein Gott. So, oh, danke. Irgendwie machst du aber nicht so viel Schaden, Kollege. Wir gehen so langsam die AP aus, wenn das so weitergeht. Da merkt man schon irgendwie, in diesem Spiel gibt es keine Heiler, ne? Es gibt, glaube ich, einen Bang, wo der ja ein bisschen heilen kann, ne? Aber den habe ich noch nicht hochgelevelt. Ich tue die allgemein nicht so viel hochleveln, ich tue mehr die Charaktere hochleveln. Ich soll vielleicht die Bang muss auch mal hier hochleveln. Ich glaube, die ganze Zeit nur mit denen hier rum. So. Oh mein Gott. So, nein, die explodieren. So. Entschuldige mich einen Moment. Ich muss, der schlägt so. Haha. Ausgewichen. Mein Gott. Oh, Heilung. Da waren wir nicht das erste Mal. Oh. Das war, wie ich gesehen habe. Mein Gott, der. Das ist voll der Boss Rush hier. Nicht erledigen, ich weiß nicht. Gott. Mal kurz durch, lass mich mal kurz durch. Warte mal, was bist du? Du bist nicht das Viech, oder? Doch. Mein Gott. Das ist voll die, wie nennt man das hier? Voll die Raid hier. Ja, ich versuche. Aber wenn ich vielleicht dieser eine Kollege mit dem Katana irgendwie kommt und im letzten Moment als den Sieg abstaubt, dann wäre ich ein bisschen traurig, ehrlich gesagt. Ja, ich bin schon nicht verdient, wie hat hier gerade. Ja, okay, der hat einen Bogen, sehe ich gerade. Wäre eigentlich auch nicht schlecht, ne? Bogenkämpfer. Ich habe irgendwie so ein paar von den Trailer hier gesehen von Zenless Zone Zero. Da hast du schon irgendwie voll viele Fraktionen gesehen. Ja, da hast du ja schon die Fraktion von Lucy und Piper gesehen hier, die Söhne von Kalidorn. Von Tsukako hast du die Truppe gesehen von den Sicherheitsbehörde, also hier von ihr, hast du die Fraktion schon gesehen.
Das ist einer der ersten Trailer gewesen anscheinend. Da haben sie irgendwie so alle Fraktionen so ein ganz kleines bisschen gezeigt. Da hast du schon eine Menge Charaktere gesehen. Also sie haben schon eine voll viele Charaktere irgendwie hier vorbereitet. Auch wenn die noch gar nicht draußen sind. Gott. Okay, nein. Ich habe gesehen, dass so ein Herz zum Wiederbleben. Also da hast du schon eine Menge Charaktere gesehen, die noch gar nicht draußen sind. Aber wahrscheinlich schon bald rauskommen werden. Das ist schon mal interessant. Aber ich glaube, das sind dann immer so 4 Charaktere pro Fraktion, ne? Aber jetzt habe ich noch nie mehr als 4 Charaktere pro Fraktion gesehen. Hier bei den Söhnen von Kalidon, also hier diese Biker-Gang hier von Lucio und Piper, da sind irgendwie so, also auch so eine weißhaarige irgendwie, so eine weißhaarige Frau ist da gewesen. Und so ein anderer Typ noch, ich glaube so ein schwarzhaariger Typ hat. Aber bis die mal rauskommen, da kann wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, ne? So. Okay. So. Das geben uns Wiederbelebung. 2 Stück. Jetzt müssen wir wahrscheinlich noch mal gegen das Viech kämpfen, ne? Warte. Okay. So. Dann zeig mal. Oh ja. Mein Gott. Au, au. Diese Gruppe von Tsukako kommt mir irgendwie so vor wie die, wie heißen die doch mal, die die Survey Corps von Attack on Titan. Als sie zum ersten Mal vorgestellt worden sind, ne? Weißt du was, hier Aaron und Mikasa und so irgendwie, die eigentlich auch voll drauf haben. Okay, vielleicht nicht Mikasa, aber hier so die anderen Charaktere, ne? Die halbwegs so drauf haben gegen die Titanen, ne? Da kommen auf einmal so Levi und so irgendwie um die Ecke und die zeigen erstmal irgendwie, was die so drauf haben, ne? Und die sind einfach ein komplett anderes Level als die. Weil die tagtäglich gegen irgendwie Titanen und so kämpfen, ne? So kommt irgendwie die Gruppe von Tsukako vor. Die kam auch relativ cool rüber im Trailer. Da voll badass aus dem Trailer, ey. Natürlich hat die eine mit dem Katana am Ende irgendwie alle erledigt. Und die anderen sind einfach so weggelaufen, so, oh, so cool guys, don't look at explosions. So in dem Sinne irgendwie. So, ich glaube, ich sollte hier ein bisschen aufpassen, ne? So, ich kann mich zweimal wiederbeleben, weil ich gerade so ein Herz eingesammelt habe. Ich habe da so beim Porträt habe ich irgendwie so. So 2 Herzen, das heißt zweimal kann ich mich jetzt wiederbeleben. Also zwei meiner Charaktere können wiederbelebt werden. Aber ich finde den Kampf gegen das Viech auch ehrlich gesagt nicht so unglaublich schwer, wenn ich ganz ehrlich bin. Als ich offscreen einmal gegen die gekämpft habe, ist einer meiner Charaktere gestorben, aber jetzt nicht, weil irgendwie genau deswegen, hier deswegen nämlich. Weil ich stand ein bisschen zu weit weg von der Wand. Und ich nehme an, weil ich irgendwie zu weit weg von der Wand stand, irgendwie ist mein Charakter gewone-shottet worden. Ich glaube, Shinji stand irgendwie dahinter und die war irgendwie noch voller AP. Ja, fast voller AP, aber weil ich irgendwie zu weit von der Wand irgendwie entfernt war, wurde ich irgendwie von dieser Welle getroffen. Dann habe ich am Ende auch irgendwie verloren, weil ich einen Charakter weniger hatte. Aber konnte man ja neu starten den Kampf. Von daher war nicht so schlimm. Aber erst ein einziges Mal, als irgendwie, weil ich als Problem hatte gegen das Viech. Aber jetzt weiß ich. Aua! Gott, oh Gott. Gott. Ist doch trotzdem. Oh Gott. Okay, so Kako, du musst mal raus hier. Du hast noch genug HP. Ich weiß nicht, warum das hier so leckt bei den. Wenn ich gegen diese Roboter-Zwillinge kämpfe, tut das auch manchmal ein bisschen lecken hin und wieder. Ich weiß nicht, ob das Spiel hat nicht packt oder so. Na, komm du mal her. Ich weiß nicht, ob die Gegner respawnen. So, hat er deinen Kollegen erledigt. Ja, ich musste mich in meine Ultimate in Sicherheit bringen. Na, hat nicht so gemacht. Ah. Ja, aber Colin sollte wiederbelebt werden. Jetzt habe ich aber ein Herz verloren.
was ich gerade da eingesammelt habe. Nein, da war der Leck war jetzt ein der war jetzt ein bisschen unfair getimed. Der ist genau geleckt, als ich hier gerade ausweichen wollte. Sag aber. Na, auf zu lecken. Ah. Mein Gott, warum gehen die Betäubungen so schnell runter? Ja, ich glaube, diese Phase. Es kommt, glaube ich, dieser Phase, wo die Tentakel gleich aus dem Boden kommen, ne? So ein bisschen weiß ich das jetzt mittlerweile. Das ist das dritte Mal, als ich schon gegen das Viech kämpfe. Gott, Shinji. Sogar Quarz und wird noch viel AP. Aha. So viel dazu. Nein, auf zu lecken, Mann. Oh Gott. Könnte doch ein bisschen knapp werden hier. Noch mehr. Gott. So, okay. Ja. Oh Gott. Nein, nicht du. Okay, langsam wird ich ein bisschen knapp. Nein, nicht diese Angriff. Nein, da trifft mich immer einer von denen mittlerweile. Au! Alter, wie viel hat das Schaden gemacht gerade? Okay, ich glaube, ich schaffe das nicht hier, wenn das so weitergeht. Oh Gott. Aua. Oh nein, das wird, glaube ich, nichts. Oh mein Gott. Jetzt kommt diese blöde Tentakel-Phase. Weil ich ein bisschen knifflig finde, weil er ja ganz am Schießen ist. Na komm, komm du mal her. Oh Gott. Oh Gott. Na komm, du musst jetzt draußen bleiben. Ah! Ja, genau das meine ich. Jetzt muss ich dieses Tentakel angreifen. Wenn das Viech die ganze Zeit auf mich schießt. Ich wollte zum Kotzen finde. Oh mein Gott. Nee, da wird hier nichts. Außer ich kann irgendwie neu starten von hier aus. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, ob ich die Dinger überhaupt erledigen muss. Oh Gott. Oh Gott. Da kommen ja die ganze Zeit noch Lex, ey. Oh. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, was ich machen muss. Ich glaube, ich muss die Tentakel erledigen, ne? Obwohl. Ne. Da, oh, die AP kriege ich jetzt aber nicht mehr. Ah! Na komm schon. Was er jetzt noch schaffen, ne? Nein, hör auf zum Licken. Oh Gott. Nein, diese blöden Tentakel geht weg. Oh Gott. Ich habe so eine Panik gerade. Nein, nicht dieser Angriff. Oh mein Gott, Leute, was machst du da? Da ist jetzt so natürlich kein blockbaren Angriff. Ist klar. Oh mein Gott, ich werde sowas von sterben jetzt. Oh mein Gott, nein. Okay. Oh Gott, komm schon. Nein, brech die. Nein, warum machst du das nicht? Boah, Leute.
Na, oh, das ist jetzt sowas von nicht wahr. Ah, ah. Los, meine Ultimate. Ah. Komm schon, da muss reichen. Nein, da wird nicht reichen. Ach, da macht genug Schaden. Nein, warum greifst du das Viech an? Nein. Ah. Komm schon. Oh mein Gott. Ich hatte irgendwie nur ein AP oder so. Das gibt's jetzt nicht. Oh mein Gott, ich bin der beste Sendezone Zero Spieler aller Zeiten. Oh Gott. Oh, ich bin so verschwitzt gerade. Aber es ist auch sehr warm draußen gerade. Leck mich. Ich weiß nicht, ob ich das noch geschafft habe. Roland, was geht? Gut, nee, wer hat den vorgesehenen Angriffspunkt erreicht? Je nach folgenden Stimmungsaktionen überlassen wir der Verteidigungsmacht und den Höhlensondereinsatzkommando. Moment, ich habe gehört, dass ihr bereits gekämpft hat, nachdem Nenewe in den Blumengarten gedrängt wurde. Korrekt. Und mir geht's gut. Dann habe ich eine weitere Frage. Ich möchte an der Stürmungsaktion teilnehmen. Was? Ein kontinuierlicher Angriff? Keine Angst, du musst natürlich nicht den ganzen Tag alleine kämpfen. Es gibt vier Truppen von der Verteidigungsmacht und den Höhlen-Sondereinsatzkommando, die sich abwechseln. Ich denke nur, wenn du die Fähigkeit hast, Nenewe zu bekämpfen, warum brauchst du ja nicht einfach die Teilnahme an der Stürmungsaktion? Die Belohnung dafür ist nämlich extrem großzügig. Die hohe Belohnung gibt es, weil die Stürmungsaktion der riskanteste und gefährlichste Teil der Operation Erte ist. Amateure sollten sich da überhaupt nicht einmischen. Alter, hast du nicht gerade gesehen, was ich hier gerade durchgezogen habe? Ich weiß, weil du willst schon immer eine Probe von Nenewe bei der Überladungsaktivierung, aber du kannst nicht aus selbstsüchtigen Gründen. Selbstsüchtig? Ray Yeltins Forschung ist selbstsüchtig. Hauptmann Roland, wenn du das wirklich denkst, dann sieh mir in die Augen, sag's noch einmal. Und außerdem, Hauptmann Roland, hätte ich die unabhängige Ermittlungseinheit nicht um Hilfe bitten müssen, wenn du meinen Auftrag zur Probensammlung, den ich an den Außenposten geschickt hatte, nicht schon zum sechsten Mal abgelehnt hätte? Hm? Darf ich was fragen? Ich weiß schon, was du willst. Was du wissen willst. Was Überladungsaktivierung bedeutet. Ich habe mich verwirrt, hat so sehr, wer hier wer ist, weil Rain männlicher Name ist. Die bisherige Stürmungsaktion von Operation Ernte haben diese Muster angezeigt. Wenn Nenewe langfristig hoch in Silhouette, das war ein bisschen skippen. Dann von nehmen wir das Überladungsaktivierung. Während der Überladungsaktivierung, diese Unterlage, ja, wir müssen noch mal gegen die kämpfen. Ne? Ist das irgendwie Multiplayer? Ich weiß, es gibt irgendwie Multiplayer in diesem Spiel. Ich weiß nur nicht, wie. Okay. Das ist alles zur Operation Ernte. Irgendwie hast du mir aber nicht genau erklärt, was du halt machte. Nee, nicht aufgeben. Warum habe ich denn in einen schlimmer Zustand versetzt? Ich muss diese Proben bekommen. Wenn du das nicht machen willst, werde ich jemand anderen finden, wieder, der es tun kann. Nun, Ermittler, weiß. Jetzt weißt du Bescheid. Willst du mein Angebot annehmen? Ich werde dir helfen. Aber nicht jetzt, mein. Bevor Ray die antworten kann, dreht sich Roland um und geht. Wohin? Was, ins Zelt rein? Ignorieren einfach. Das Höhlen-Sondereinsatzkommando hat Sektion 6 geschickt, um sich die Operation Ernte zu kümmern. Sie sind nicht so starr wie Roland. Und ich habe gehört, dass du gut mit ihnen zusammengearbeitet hast. Sobald Sektion 6 seinen Auftrag annimmt, kann Roland dich nicht mehr aufhalten. Ich weiß, das ist sehr gewagt. Sogar grausam von mir ist, dich um diese Sache zu bitten. Ich kann ja nichts garantieren. Niemand kann das. Aus diesem Grund habe ich das. Alles klar. Ja, ist klar. Das ist eine sehr viel stärkere Sache, die man hier machen kann. Und ich muss mich darum kümmern. Alles klar. Na, ihr beiden. Oh, da kommt jemand. Ich bin hier, um einen Antrag zu stellen. Alter, du bist hier, um dich für die Stimmungsaktion anzumelden, richtig? Bist du dir sicher, dass du das Ziel und das Risiken der Stimmungsaktion verstehst? Selbst bei der Verteidigungsmacht können nur die Soldaten in ausgewählten Truppen an der Stimmungsaktion der Operation Ernte teilnehmen. Was ist ein besonderer Grund, warum du unbedingt an diesem Kampf teilnehmen willst? Weil ich stark bin. Ha, entschuldige, ich lache nicht, weil ich dir nicht glaube. Es ist nur... Tsukishiro, findest du nicht, dass diese Art und Weise, wie er das sagt, irgendwie vertraut wirkt? Du denkst zu viel, Asaba. Siehst du vorne. Wenn du solche naive Gedanken hast, solltest du nicht an den Stimmungsaktionen der Operation Ernte teilnehmen. So hätte ich dir eigentlich antworten sollen.
Aber Hauptmann Roland ist gerade gekommen und hat mir die Situation geklärt, einschließlich euer vorigen Gesprächs. Er hat uns über die Forschungsbedürfnisse von Dr. Ray informiert und euch als Helfer bei der Störungsaktion gegen den Neve empfohlen. Alles klar. Außerdem, obwohl er nichts gesagt hat, glaube ich, dass es ihm leid tut. Das solltest du wissen. Es tut ihm leid, aber er hat uns doch empfohlen. Das hat er nicht erklärt, aber eventuell kenne ich seinen Grund. Es versteht sehr wohl den Wert von Dr. Rays Forschung. Tatsächlich möchte er sie sogar mehr unterstützen, als er vermuten lässt. Gerade deswegen muss er sich als Hauptmann zwingen, sich daran zu erinnern, was richtig ist, was wichtig ist, und sich auch daran zu halten, der Schutz seiner Soldaten. Was dich betrifft, so sieht er dich nach wie vor als Zivilisten und nicht als Soldaten, selbst wenn du als Ermittler mit den Außenposten kooperierst. Deshalb fühlt es sich schuldig, dich empfohlen zu haben. Er ist einfach zu formell. Vielleicht, ich verstehe schon, wie Hauptmann Roland sich fühlt. Was hast du gerade gesagt? Du hast so leise geredet, ich konnte dich nicht hören. Ich sagte, möchtest du mehr Schichten in der Stimmungsaktion übernehmen? Nein, warte mal, wenn er am Kampf teilnimmt, sollten die Schichten nicht entspannter werden? Ist der Antrag also bereits genehmigt? Da die verstellten Leiterin, die das gesagt haben, muss es schon genehmigt sein, oder? Haben wir nur und erwähnte, die Resonanz steht, oh mein Gott, okay. Okay, ihr müsst euch mal echt kurz erfassen, ihr Leute. Wir würden den Kampf vorbereiten. Wünsche ich euch ja, alles klar. Die Leute müssen sich echt lernen. Herausforderung 5 Millionen füge Nineveh in eine Herausforderung 5 Millionen Schaden zu. Was zum? Sehr gut, du hast erfolgreich die Erlaubnis für die Teilnahme an der Stimmungsaktion halten. Operation Infernale Ernte. Hier kannst du die entsprechenden Informationen einsehen. Innerhalb von 19 Gefühl genehmigt so Schaden wie möglich zu, bevor der Countdown ab. Da klingt sehr nach Raid. Und die Hinweise in Zusammenhang mit Nineveh. Ein geiler Resonator kann deine Kampffähigkeit erheblich steigern. Okay. Boah. Alles klar. Okay, muss jetzt noch nicht, Kollege. Level 60. Kann man das auch versuchen wie möglich. So, ich brauche hier Dennis, weil ich sehe insgesamt 15 Ornisten. So, für den NW 5 Millionen Schaden. So, was ist das? Keramikfragment. Alter, der Zwölf in Höhen gefunden. Da finde ich den verbundenen Gegenstand, um in der Höhle verloren gegangene Geschichte zu enthüllen. Ach so, ja, dafür gibt es irgendwie Quests und so. Oh, hier. Ermittlungspunkte. Im Besitz 72.500. Streichholzschachtel. Ja, damit kann man irgendwie so Quests noch freischalten. So kleine Nebenquests. Also kann ich da immer wieder reingehen und dann irgendwie machen oder was? So wie ich das verstehe. So, ich kriege hier irgendwie Resonia. Für umsonst. Ich lese mir jetzt nicht alle durch. Angelegt 14.000. 14.8.2024. Ach so, das ist genau wie in Honkai Star Rail. Wenn du irgendwie eine Level geschafft hast, dann kannst du sozusagen, wenn du zum Beispiel ein so ein Ding geschafft hast, dann kannst du irgendwie das Z davon übernehmen. Ah, das ist cool. Alles klar, aber das kann jetzt noch warten. Das Ding war relativ heftig. Ich weiß nicht, ob was für ein Level das gerade war, aber das war relativ heftig. Deswegen lasse ich das erstmal ein bisschen und tu meine Charaktere erstmal ein bisschen hochleveln noch weiter. Ne? Okay, so. Alles klar. Ich habe offscreen diese Quest hier gemacht. Operation Ernte. Das ist jetzt neu, ne? Ja. Ist das jetzt da kurzen hinzugefügt worden? So, ich habe das hier offscreen gemacht, ne? Da musste man in so eine Höhle gehen. Hier die Story, das war alles gevoice acted, ne? Also das ist normalerweise in Genshin und Honkai ist halt immer so, dann wenn so Events irgendwie gevoice acted sind, dann sind die ein bisschen story relevant, aber das war jetzt nicht so story relevant irgendwie. Ich finde jetzt nicht irgendwie, dass das irgendwie was zu tun hatte. Keine Ahnung, die wollten irgendwie im Urlaub gehen, die beiden, ne? Also Belle und ich, und
dann haben sie irgendwie gesehen, so, oh, das ist eine Höhle, da müssen wir uns drum kümmern. Und dann haben wir uns hier mit Bellborg, mit den Housemates hier zusammengetan, mit Victoria und mit den Cunninghairs. Und da war irgendwie so eine Maschine, die wir erledigen mussten. Und da ist jetzt nicht, ich habe jetzt nicht so gut aufgepasst, was da alles passiert ist. Aber es war jetzt nicht so storyrelevant. Aber da habe ich alles erledigt, bin ich heute fertig geworden mit. So nach einer Woche oder irgendwie so hat das, glaube ich, so gedauert. Ne, habe alle Belohnungen hier eingesackt. Und die besondere Belohnung war hier so ein Dingen hier, ne, so eine Waffe. Ne, ich nenne die einfach Waffen. Ich weiß, die heißen W-Motoren, aber ich nenne die Waffen. Und diese Sterne, ja, ich weiß nicht, wie ich das hier nennen soll. Refine heißt das, glaube ich, in Genshin. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. aber unter den Waffen sieht man ja immer diese Sterne. Und je mehr Sterne man hat, desto stärker ist der Effekt, ne? Also, ihr hat ja zum Beispiel nur einen. Und wenn das so wie in Genshin ist, dann ist das so, hier die grünen Nummern werden immer, hier unten rechts, die grünen Nummern werden immer erhöht. Mit jeweils den nächsten Level, ja, da kann man das hier nachgucken. So, genau hier. Wenn ich jetzt nochmal Sokakus Waffe hätte, dann könnte ich das hier reinpacken und dann kann ich ihren Eisschaden, ich tue mal hier den Arrow hier mal kurz zeigen, ne? Boom. So, hier. Das ist das, was ich jetzt habe, ne? Also der Eisschaden erhöht sich um 15% und ein verstärkter Spezialangriff um 2%. Wenn ich nochmal ihre Waffe hätte, dann könnte ich die in diese Waffe reinpacken, dann werden die Effekte ein bisschen verstärkt, ne? Also abgegradet, ne? Und ja, das ist halt, was man normalerweise machen muss mit Waffen, die man doppelt hat, ne? Um halt deren Effekte zu stärken, ne? Weil es bringt mir nicht irgendwie zweimal die exakt gleiche Waffe mit Sokako für Sokako zu haben, ne? Da kann ich lieber irgendwie einmal ihre Waffe upgraden, ne? Um die sie ausgerüstet hat, hier abzugraden, weil ich habe keinen Eischarakter und die sind sowieso immer hier, also die persönlichen Waffen sind sowieso immer komplett abgestimmt auf die Charaktere. Das heißt, für andere Charaktere wird das sowieso nicht so erfolgreich sein, ne? So, und dadurch bekommen durch das Event, und hier sieht man schon Maximum, weil in Eventwaffen bekommt man immer hier so, da kriegt man immer so Gegenstände, damit man die hier voll hoch upgraden kann. Und der Effekt ist nicht schlecht, ne? Erhöht den Angriffskraft um 9,6 und den speziellen Angriff um 24%, also wenn Cole ihre Kettensäge einsetzt. Ich weiß nicht, was ich vorher ausgerüstet habe. Doch, das hier hatte ich. Ich hatte das hier vorher ausgerüstet für sie, ne? Genau. Beim Anwenden eines Ausweichskonto oder einen Schnellangriff des Serum 15, oder? Ja, ist jetzt nicht so. Das ist ein bisschen random, ne? Und das habe ich jetzt Anton gegeben, weil, warum nicht, ne? Falls ich den nochmal irgendwann hochlevel, ne? Und weil er der einzige Attacke-Charakter ist, den ich noch habe. So, jetzt haben, glaube ich, alle Charaktere, bis auf Rina, hier eine 4-Sterne-Waffe, was gut ist, ne? Oder ist sie eigentlich Support, ne? Ich glaube, hier, ich habe noch irgendwo hier Support, ne? Ne, also für sie habe ich keine Waffe. Muss ich mir mal irgendwann überlegen, wie ich das regeln, ne? Falls ich sie irgendwann mal benutze. So, gut. Also kann ich das ja noch hier in den Part reinpacken. Bevor wir aber noch hier zu Ende machen, würde ich sagen, wir spielen noch einmal Gacha. Weil ich habe wieder, weil ich einen Charakter auf Level 60 hier, also nicht auf Level 60 hochgelevelt habe, aber weil ich die einmal hier abgegradet habe, befördert habe. Da kriegt man immer als Belohnung hier eine Master-Kassette. Ne? Da habe ich wieder ein paar zusammen gefarmt. Glaub noch. Und einmal pro Woche hier in Höhle 0 kriegt man ja auch so eine Master-Kassette. Das heißt, ich habe mir so ein, zwei noch zusammen gefarmt. So, wie gesagt, hier die Waffe von. Wie kann ich hier mal kurz reingehen? Nein, da wollte ich nicht. Nein, da wollte ich nicht. Obwohl, doch, so geht das, glaube ich, ne? Hier ist, glaube ich, die persönliche Waffe. Das ist, glaube ich, die persönliche Waffe von Coin. Ich wollte jetzt hier die Waffen-Gacha mal spielen, einfach nur um die zu bekommen. Aber da ich jetzt hier von einem Event hier diese eine Waffe bekommen hat, lohnt sich das nicht mehr. Weil in dem Fall ist halt in der Regel ist halt immer so, wenn die 4-Sterne-Charakter, die in der Event-Gacha sind, deren Waffen sind immer auch in der Gacha. In diesem Spiel. Das ist gar nicht in irgendeinem anderen Spiel so, ne? Das ist nur in diesem Spiel so, glaube ich, ne? Und ja, ich nehme an, Colin wird irgendwann in der Gacha kommen, weil ich meine, so oder so irgendwann, ne? Deswegen kann ich dann irgendwann vielleicht noch mal versuchen, ihre Waffe zu holen. Obwohl ich tue nicht gern die Waffen-Gacha spielen. Ich finde das ein bisschen Verschwendung. Obwohl ich glaube, da kriegt man auch Charaktere. Ich habe letztens da irgendwie nachgeholt. Ich glaube, da droppen auch Charaktere. Ne? Aber ich tue die mal lieber
Ich tue mal lieber meine Punkte hier rein investieren, damit ich halt die Charaktere schneller bekomme, ne? So, aber erst einmal, weißt du was, erstmal mach mal den hier. Da bin ich 17 Suchen entfernt. Ich glaube, ich könnte jetzt hier einen bekommen mit dieser Gacha. Da ist der, glaube ich, der Feuerschaden nötig, ne? Hol mal den mal. So, dann gehen wir erstmal hier rein. Guck mal, was wir hier bekommen. Ja, hab ich mir schon gedacht. So. Dann ist so laut im Controller. Gehe ich jetzt mal einen Schreck. So. Bambus sind jetzt nicht so wichtig, ehrlich gesagt, aber wir haben, ne? So, dann haben wir Latex Teufelsbuch. Und ich frage mich, was wir vorher einen bekommen. Obwohl ich glaube nicht, dass man irgendwie nicht den ausgewählten bekommen kann. Ja, so, den haben wir bekommen. Jetzt muss ich mir einen neuen aussuchen. Ja, so, den habe ich schon maximiert. So, das war alles, ne? So, jetzt hat man wieder die weibliche Stimme, was bedeutet, ja, man bekommt wieder das Event-Dingen, ne? Ich glaube, das ist irgendwie ein Anzeichen dafür, ne? So, jetzt muss ich mir einen neuen aussuchen. Ich weiß nicht, was ich noch brauchen soll. Der hier ist für Sicherheitsbehörde, aber ich habe nur Shindy, deswegen bringt das nichts. Man braucht im meisten Fällen immer zwei Charaktere, zwei physische Charaktere. Das könnte ich vielleicht noch gebrauchen. Ich habe Piper und Corrin. Wenn ich die beiden im Team habe, kann ich den hier mitnehmen, ne? So, da ist für zwei Elektro-Charaktere, ne? Da ist für, ich habe nur einen Ether-Charakter, ich habe nur einen Eis-Charakter. Also das Ding. Bang Volver. Okay, da ist der einzige, der jetzt hier Sinn macht, ne? So, na gucken wir mal hier, was hier so abgeht, ne? Wenn ich Glück habe, kriegen wir hier auch ein 5-Sterne-Objekt. Weil ab 70 ist, glaube ich, auch immer eine erhöhte Chance, so ein ganz kleines bisschen. Aber gucken wir mal, ne? So. Kriegen wir heute eine Komata, das wäre natürlich ein super Abschluss. Aber gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir auch gar nichts. Aber mal gucken, gehen wir rein da. Ja, schon wieder 5. Ausgezeichnet. So. So, wir kriegen nur ein 5. Wir kriegen euch mal ein A. Was? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Was? Das habe ich ja nie gehabt. Okay, wir kriegen nur ein 5-Sterne-Objekt. Wer oder was ist es? Komm her. Na komm. Weinende Wiege. Das ist ein 5-Sterne-Waffe. Für wen ist das? Ist das für Rina? Ah, okay. Das ist unser erster 5-Sterne-Waffe, sehe ich gerade. Ah. Ich hätte mal einen Charakter bekommen, aber was soll man machen, ne? So, der Grind geht weiter für Nekomata. Für wen oder was ist das? Weinende Wiege, Support. Ich glaube, das ist für Rina. Erhöht, wenn der Träger inaktiv in der Gruppe ist, eine Energieregeneration 0,6. Erhöht, wenn der Angriff des Trägers Gegner trifft, den durch Alt und Mitglieder verursachten Schaden und Ziel um 10%. Ich kann da natürlich auch irgendeinen anderen Charakter geben, ne? Bis zum Maximal. Weinende Wiege. Ist das für Rina? Wenn ich halt ausrüste, dann sehe ich das ja, ne? Ich überlege gerade Support. Ich meine, zu Karkord hier persönliches. Nämlich dann noch anbietet hier. Ja, für die anderen Support-Charaktere, die ich alle habe, habe ich schon die Dings hier, die persönlichen Waffen, außer für Lucy. Ich kann sie hat gebrauchen, obwohl für sie ist halt eigentlich auch nicht schlecht, ne? Hört den Träger inaktiv in der Gruppe ist. Da wäre ich gesagt nicht schlecht, ne, weil mit Lucy will man einmal nur reingehen, irgendwie diese Schweine auf die Gegner werfen und dann wieder den Angriffsboost aktivieren und dann wieder rausgehen, ne? Okay, cool. Mein Gott, ich habe hier schon mehr Glück mit den Waffen als in Genshin. Ja, wisst ihr, wie lange es gedauert hat, bis ich meine 5-Sterne-Waffe in Genshin bekommen habe? Aber ich bin jetzt ziemlich sicher, das ist die Waffe für Rina, ne? Weil das sind die Waffen, die man da bekommt, sind als die persönlichen Waffen von den Charakteren, die man aus der Standard-Gacha bekommt. Aber jetzt natürlich perfekt, ne? So. So, guck mal da unten, das Ding, ne? Das ist nicht aktiviert, ne? Dieser Schalter hier. Wie kann man den nochmal aktivieren? Wie kann man den Schalter nochmal aktivieren? Was?
Kann man aber den Schalter aktivieren hier? Da. Ich weiß zwar immer nicht genau, was das bringt hier bei einigen Charakteren. Ich weiß bei Nicole, was das bringt. So. Rena hat hier nichts, ne? Jetzt gucken wir mal. Wenn das ihr persönlicher ist, dann müsste sie jetzt hier irgendwie was aktiviert bekommen. Ja. Das ist Renas persönliche Dingens, ne? Das ist ja eigentlich jetzt perfekt, ne? Ich habe wortwörtlich gerade gesagt, sie ist der einzige Charakter, für den ich jetzt nicht eine Waffe habe, ne? Jetzt hat wortwörtlich jeder Charakter, den ich besitze, eine mindestens 4-Sterne Waffe. So, und da kommen wir, jetzt haben wir da unten Informationen freigeschaltet, ne? Einen speziellen Wurf einer W-Motor mit mehreren verschachtelten Schichten. Wer beendet einen einzigen Ether-Ladschicht, die es ermöglicht, Bangus von speziellen Modellen und personalisierten Kampfausrüstung rasch aufzuladen. Ja, sie hat ja so diese Geister-Bangus. So, trotz seines Aussehens, dass das an einer finsteren Strafkammer erinnert, scheinen Rinas Bangus das Innere zum Aufladen ihrer Batterie durchaus zu schätzen. Ja, also das ist wortwörtlich für Rina, die persönliche. Okay, Problem ist, ich benutze sie im Moment nicht. Aber jetzt werde ich wahrscheinlich ein bisschen motiviert sein, sie zu benutzen. Okay, cool. Gut, wir müssen immer noch 130 Mal aber die Standard-Gacha spielen, um hier Nekomata zu bekommen, irgendwann. Aber okay, hab's auch was Neues bekommen. So, ich werde auch wieder ein bisschen grinden, ne? Und wir sehen uns dann, wann auch immer ich das nächste Mal hier was mache, ne? Ich weiß nicht, was wir als nächstes machen, wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass ich diese Nineveh-Dingens hier machen werde. Ich werde wahrscheinlich irgendwann hier das hier machen, ne? Vielleicht warten wir erstmal, bis hier die nächste Gacha wieder am Laufen ist, ne? Und ja, da machen wir uns irgendwann hier ran, würde ich sagen, ne? Die ist auch irgendwie im PlayStation-Menü gerade, ne? So, da gibt es irgendwie so ein Wallpaper hier, wenn man das Spiel aufruft. Und da ist sie auch gerade jetzt hier. Aber ich will erstmal meine Charaktere grinden, ne? Damit ich hier irgendwie, weil ich ein bisschen stärker werde. Aber fürs Erste sage ich, das war's für heute. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst einen Like, ein Abo oder ein Kommentar. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.